Willkommen im siebten Input-Block im Seminar Kognitive Konstruktionsgrammatiken. Heute steht die vorerst letzte exemplarische Einzelstudie auf dem Plan, nämlich eine zur Instruktionsgrammatik. Der Artikel dazu trägt den Namen Herleitung einer Instruktionsgrammatik und um Missverständnisse gleich aus dem Weg zu räumen, die Instruktionsgrammatik stammt von mir und ich werde heute versuchen, unparteiisch darüber zu reden. Ich werde starten mit ein paar Ausgangspunkten der Instruktionsgrammatik und dann werde ich die Funktionsweise der Instruktionsgrammatik an einem konkreten Szenario veranschaulichen, werde dann zeigen, wie dieses Szenario, wie wir das in der Lebenswelt verorten würden, wie wir also vortheoretisch damit umgehen würden. Und dann biege ich in die Theorie ein und gehe auf Aspekte der Wahrnehmung, der Konzeptualisierung, der sozialen Attribution und der Symbolisierung ein. Das sind alles Aktivitäten, die ich in der Instruktionsgrammatik zentral stelle für die menschliche Sprachfähigkeit. Fangen wir mit den Ausgangspunkten an. Dazu möchte ich kurz vorwegschicken, in dem Artikel, den ich hier versuche, ein bisschen konzise zusammenzufassen, um Ihnen das Thema leichter erschließbar zu machen. Der Artikel fängt an mit einer wissenschaftstheoretischen Verortung der Instruktionsgrammatik. Dieser Aspekt soll im Seminar oder kann auch aus Zeitgründen im Seminar nicht so im Vordergrund stehen. Deshalb sollten Sie auch nicht so viel Zeit darauf verwenden, dieses Kapitel 1 im Artikel zu wälzen. Das ist ziemlich dicht und auch ziemlich nah an wissenschaftstheoretischen Fragestellungen, die ich auch in den anderen Konstruktionsgrammatiken eher ausgeklammert habe. Deshalb würde ich sagen, der Kern dessen, was ich heute vorstelle, der bewegt sich im Artikel in den Kapiteln 2 bis zum Ende. Was sind trotzdem ganz kurz jetzt Ausgangspunkte der Instruktionsgrammatik? Es gibt sowas wie ein Fernziel und das besteht darin, dass man sprachliche Strukturen und sprachliche Performance, also Produktion und Verstehen in der Zeit, ableitet aus nichtsprachlichen kognitiven und physischen Fähigkeiten des Menschen. Das scheint auch in der kognitiven Linguistik Konsens zu sein. Allerdings betone ich hier dieses in der Zeit und das weicht doch ein bisschen ab von dem, was in den anderen Konstruktionsgrammatiken gemacht wird, denn die gehen nicht so sehr darauf ein, wie Sprache in der Zeit verarbeitet wird, sondern die schauen sich Konstruktionen eigentlich als Ganze an und nicht in ihrer Zeitlichkeit. Also darin, dass sie in der Zeit produziert werden und auch in der Zeit wahrgenommen werden, Stück für Stück sozusagen. Und das versuche ich in der Instruktionsgrammatik auch zu berücksichtigen. Und dazu, also dass sprachliche Strukturen und Performance erklärt werden sollen aus nichtsprachlichen kognitiven und physischen Fähigkeiten des Menschen, dazu gibt es verschiedene Thesen in der Instruktionsgrammatik. Die erste wäre, dass sprachliche Strukturen und sprachliche Performance in einem nicht zufälligen Verhältnis dazu stehen, wie wir Eventualitäten wahrnehmen und uns vorstellen. Das ist zunächst einmal nichts Außergewöhnliches für eine kognitive Konstruktionsgrammatik. Die nächste These ist, dass Äußerungen oft und Wahrnehmungen bzw. Vorstellungen tatsächlich immer unterspezifiziert sind,
bezüglich wichtiger Bedeutungsaspekte, und das sind im Wesentlichen soziale Bedeutungsaspekte. Und das ist ein wesentlicher Unterschied zu anderen Konstruktionsgrammatiken, und darauf werde ich heute noch konkreter eingehen. Die Spezifikation dieser Bedeutungsaspekte, also wir interpretieren ja Äußerungen trotzdem, und unsere Wahrnehmungen und Vorstellungen bilden ja trotzdem wichtige Komponenten unserer mentalen Aktivitäten. Und wir sind uns gar nicht bewusst darüber, dass die unterspezifiziert sind, oft beziehungsweise immer. Und deshalb muss die Spezifikation von woanders herkommen. Und die Spezifikation dieser Bedeutungsaspekte, die erfolgt meines Erachtens über soziokognitive und humanökologische Mechanismen, auf die ich dann heute auch eingehen werde. In einer methodologischen Maxime weiche ich ebenfalls ein bisschen von den anderen Konstruktionsgrammatiken ab. Zu meinem Programm gehört es nämlich, dass nichtsprachliche Fähigkeiten, für die es nur sprachliche Evidenz gibt oder die nachweislich durch sprachliche Prozesse bedingt sind, solche nichtsprachlichen Fähigkeiten sind als Explananda unzulässig. Also die dürfen theoretisch nicht herangezogen werden, um sprachliche Strukturen oder sprachliche Performance zu erklären. Gut, werden wir ein bisschen konkreter und schauen uns konkrete Grundannahmen der Instruktionsgrammatik an. Und eine zentrale, in der tatsächlich sehr viel zusammengefasst ist, ist die Annahme, dass Äußerungen geordnete Instruktionen zur Konzeptualisierung und zum Nachvollzug sozialer Attributionen sind und sie als solche im Dienste der praktischen Verwertung stehen. Da steckt ziemlich viel drin, denn darin, dass Äußerungen geordnet sind, verweist das auf Struktur, auf einen Strukturaspekt. Darin, dass Äußerungen Instruktionen, also Anleitungen sind, verweist das auf eine Aktivität der Symbolisierung. Darin, dass Äußerungen geordnete Instruktionen zur Konzeptualisierung sind, da sind wir bei den Aktivitäten der Wahrnehmung und Vorstellung. Dass sie außerdem Instruktionen zum Nachvollzug sozialer Attributionen, sozialer Zuschreibungen sind, darin verweist das eben auf die sozialen Zuschreibungen und damit, dass sie im Dienste der praktischen Verwertung stehen. Also ihrer Verwertung im nichtsprachlichen Leben, auch im sprachlichen, aber eben auch im nichtsprachlichen, darin verweist diese Annahme auch auf die Praxis, also auf die nichtsprachliche Praxis und nicht nur auf Sachen, die im Kopf stattfinden, sondern die wirklich stattfinden. Und in diesen allen Aspekten wird deutlich, dass das Ganze ein stark interdisziplinäres Unterfangen ist. Die Struktur, Ordnung, Struktur verweisen auf die Grammatiktheorie. Die Symbolisierung verweist auf sowas wie eine Semiotik, sowas wie eine handlungsbasierte Semiotik, also Pragmasemiotik. Wahrnehmung und Vorstellung verweisen auf die Neuro- und Kognitionswissenschaften, auf die Anthropologie und so weiter und so fort. Die soziale Zuschreibung verweist vor allem auf die Sozialpsychologie und die Soziologie, aber auch auf philosophische Handlungstheorien beispielsweise. Genauso wie auch die nichtsprachliche Praxis. Dabei sind wir in soziologischen und philosophischen Handlungstheorien und dabei bei der Frage, bei der humanökologischen Frage, wie sich Lebewesen in ihren Umwelten eigentlich bewegen.
Gut, veranschaulichen wir diese Annahme darüber, dass sprachliche Äußerungen Instruktionen sind. Und zwar an einem Frühstücksszenario. Das Szenario ist fiktiv, aber realistisch, würde ich sagen. Und es eignet sich sehr gut, um die Annahmen der Instruktionsgrammatik zu veranschaulichen. Sie müssen sich natürlich immer dazu denken, dass das, was ich jetzt an diesem Szenario veranschauliche, verallgemeinerbar sein soll. Hier ist das Szenario. Die fünfjährigen Zwillinge Jessica und Nicole frühstücken mit ihren Eltern Sarah und Mark. Nicole greift jetzt nach der Milch. Sie berührt sie mit den Fingerspitzen und die Milch fällt herunter, sozusagen über die Tischkante. Die Milch verteilt sich auf dem Boden und Jessica und ihre Mutter, also Sarah, haben die Szene beobachtet. Und Jessica sagt jetzt: Nicole hat die Milch runtergeworfen. Und die Mutter Sarah zögert, schaut auf Nicole und sagt dann: Nein, nein, sie ist ihr runtergefallen. Gucken wir mal, was hier im Spiel ist. Wir haben in diesem Frühstücksszenario eine Praxiseinbettung einer von sprachlichen Strukturen und sprachlicher Performance. Wir haben darin, dass Jessica und Sarah diese Szene beobachtet haben, Wahrnehmungs-, Kategorisierungs- und Zuschreibungsebenen oder Vorgänge, Aktivitäten. Wir haben in der Äußerung von Jessica eine Symbolisierung. Und diese Symbolisierung ist selbst schon eine praktische Verwertung dessen, was sie wahrgenommen, erkannt und sozial zugeschrieben hat. Wir haben in Sarahs Blick zu Nicole, nachdem das Ganze passiert ist, einen Konzeptualisierungsvorgang. Wir haben einen Vorgang, also sie konzeptualisiert das, was Jessica bereits gesagt hat, und sie vollzieht die soziale Zuschreibung, die Jessica mit ihrer Äußerung unternommen hat, nach und sagt dann selbst was, was natürlich auch wieder eine Symbolisierung ist und eine praktische Verwertung dessen, was sie konzeptualisiert hat. Und diese praktische Verwertung, die Symbolisierung geht auf alles ein, was zuvor passiert ist und was in ihrem Kopf darüber vorgegangen ist. So, vor diesem Hintergrund können wir uns jetzt ein paar Fragen stellen. Und zunächst einmal die Frage, was passiert hier eigentlich oder was ist hier eigentlich passiert? Darüber sollten wir uns zuerst verständigen. Zunächst sprechen wir noch nicht theoretisch darüber, sondern vortheoretisch. Wir nehmen also sowas wie eine lebensweltliche Verortung dessen vor, was da gerade passiert ist. Wir fragen erstmal, also ich nehme an, dass wir alle vertraut sind mit dem Typ von Ereignis, von dem wir da gerade gelesen haben. Und jetzt ist die Frage, wie verstehen wir Jessicas Äußerung? Sie hat ja auf das Ereignis reagiert mit der Äußerung, Nicole hat die Milch runtergeworfen. Und wir würden das jetzt wahrscheinlich vortheoretisch so verstehen. Was tut Jessica mit ihrer Äußerung? Und wir würden sagen, sie sagt damit Folgendes, nämlich Nicole ist verantwortlich für das, was sie getan hat. Und mit dem Herunterwerfen der Milch hat Nicole irgendeinen Zweck verfolgt. Sie hätte die Handlung auch unterlassen können. Und diese Handlung stellt eine Fehlleistung dar und deshalb muss Nicole nun dafür gerade stehen. Und auf die gleiche Weise, wie verstehen wir Sarahs Äußerung? Nun, wir würden sie so verstehen,
dass Sarah damit sagt, dass Nicole nichts dafür kann, dass die Milch heruntergefallen ist. Sie mag vielleicht eine Handlung zu irgendeinem Zweck ausgeführt haben, aber den kennen wir nicht. Der Zweck war auf jeden Fall nicht, dass die Milch runterfällt. Vielmehr ist Nicole ihre Handlung misslungen und das Herunterfallen der Milch ist ihr widerfahren oder sagen wir bloß widerfahren. Und genau deshalb, weil sie nichts dafür kann, erscheint ihr auch eine Sanktionierung unangemessen. Hier nochmal zusammengefasst mit dem Begriff der Verantwortung oder Verantwortlichkeit. Jessica schreibt mit ihrer Äußerung Nicole die Verantwortlichkeit dafür zu, was sie getan hat, und Sarah spricht Nicole für das, was sie getan hat, von Verantwortlichkeit frei. Und ganz zentral für die Instruktionsgrammatik ist die Tatsache, dass es sich hier um eine einzige Szene handelt, die aber zu ganz verschiedenen Äußerungen führt und deshalb auch ganz verschiedene soziale Konsequenzen haben kann. Also hier unsere Antworten auf die Frage, was passiert hier eigentlich vortheoretisch? Und jetzt machen wir weiter. Da, wo jetzt nämlich vortheoretisch die Angelegenheit vielleicht qua Autorität der Mutter entschieden sein könnte, da fängt für uns die Fragerei erst richtig an. Wir steigen jetzt nämlich ins wissenschaftliche Fragen ein und fragen, wie kommen eigentlich Jessica und Sarah dazu, hier ganz unterschiedliche Äußerungen zu tätigen, obwohl sie doch eigentlich das Gleiche wahrgenommen haben. Und das wird jetzt nämlich die erste Frage sein, haben Sie das Ereignis denn tatsächlich unterschiedlich wahrgenommen? Und dabei sprechen wir über die Bottom-up-Wahrnehmung. Bottom-up bedeutet, das sind Wahrnehmungsprozesse, die ablaufen noch bevor kategorielles Wissen ins Spiel kommt, sozusagen von oben runter, aus dem Kopf runter. Sondern hier geht es eher um Merkmale dessen, was wahrgenommen wird, noch bevor wir das als etwas erkennen. Und das hier hatten wir schon einmal. Bei der Bottom-up-Wahrnehmung ist es so, dass bei der visuellen Wahrnehmung, Jessica und Sarah beobachten das Ganze ja, Lichtwellen von den Objekten in ihrem visuellen Feld reflektiert werden und auf der Retina, auf der Netzhaut, sowas wie Bilder machen. Und diese Netzhautreizungen, die werden dann in elektrische Ladungen transduziert und weitergeleitet an Verarbeitungsstationen im Gehirn, zum Beispiel im primären visuellen Kortex. Und dabei ist es schon mal wichtig zu wissen, dass die relativen räumlichen Beziehungen von den Merkmalen der Objekte auf der Netzhaut, die Netzhautpunkte, die gereizten, die räumlichen Beziehungen zwischen denen, die bleiben tatsächlich in den neuronalen Strukturen in den weiteren Verarbeitungsstationen erhalten. Und der Output solch eines frühen Wahrnehmungsprozesses, zum Beispiel im primären visuellen Kortex V1, das ist ein Bündel disintegrierter visueller Merkmale. Wir nehmen da die Milch noch nicht als ein ganzes Objekt mit verschiedenen Teilen wahr, das von anderen Objekten unterschieden ist, sondern als Bündel von disintegrierten visuellen Merkmalen. Und die Gestaltgesetze, die sind es nun, die dabei helfen, diese disintegrierten Merkmale in Teile und Ganze zu gruppieren, zu einer Figur. Und zwar vor einem Grund oder Hintergrund werden dann Merkmale gruppiert, die einander nahe sind, die einander ähnlich sind, die gute Linien konstituieren, die geschlossene Formen bilden und die sich zusammen bewegen. Vieles davon trifft hier auf die Milch auf dem Tisch zu. Alles davon trifft auf die Parcoursfigur da oben im Bild zu. Und dass diese Figur besonders gut als Wahrnehmungsfigur vor einem Hintergrund aussonderbar ist, das hängt auch daran, dass sie relativ klein ist im Vergleich zu einem großen Hintergrund und dass sie sich bewegt relativ zu einem unbewegten Hintergrund.
Und wenn wir jetzt diese Figur und den Grund in der Wahrnehmung oder den Hintergrund in der Wahrnehmung symbolisieren wollen, dann tun wir das so, dass wir eine Figur der Wahrnehmung, also das, was wir als Objekt, als Ganzes vor einem Grund oder Hintergrund aussondern, das wird als Kreis dargestellt. Dann gibt es auch sowas wie einen Grund mit Objekteigenschaften. Das wäre sowas wie in dem Bild von eben der Tisch. Wir könnten auch den Tisch als Figur aussondern, aber unsere visuelle Aufmerksamkeit liegt auf der Milch. Und in diesem Moment wird der Tisch bloß zu einem Objekt in Beziehung zu dem oder in Referenz zu dem wir die Milch aussondern. Und damit wird der Tisch zum Hintergrund. Er könnte potenziell auch als Figur fungieren. Das heißt, wenn wir ihn visuell aussondern, dann wird aber die Milch sozusagen zum Grund mit Objekteigenschaften. Dann gibt es noch den Grund ohne Objekteigenschaften. Das wäre in dem Beispiel von eben zum Beispiel dieser Hintergrund, in dem sich die Parkour-Figur bewegt. Das sind dann visuelle Merkmale, die gar keine Objekteigenschaften haben. Vor diesem Hintergrund können wir uns jetzt anschauen, was denn Sarah und Jessica wahrgenommen haben. Wir haben hier Jessica sozusagen von oben mit dem visuellen Feld. Hier haben wir Sarah mit ihrem visuellen Feld. Und in beider visuellen Feldern ist es jetzt Nicole als Figur. Die wird als Figur ausgesondert, weil sie perzeptiv auffällig ist. Deshalb wird sie visuell fokussiert und wir verfolgen mit den Augen, was sie tut, nämlich sie bewegt sich auf den Milchkarton zu, der in diesem Moment als objekthafter Hintergrund fungiert, und sie benutzt dafür ihre Arme. Und das wäre sozusagen schon das erste Teilereignis dieses ganzen Ereignisses, aber natürlich noch nicht das ganze Ereignis. Denn es gibt auch noch ein späteres Teilereignis, in dem passiert dann Folgendes. Auf einmal fängt nämlich an, die Milch sich zu bewegen, oder der Milchkarton. In diesem Moment wird der perzeptiv auffällig und unsere visuelle Aufmerksamkeit richtet sich auf die Milch, weil sie auffällig ist und sich bewegt. Und die bewegt sich dann eben nach unten in Richtung Boden. Und der Boden hat selbst keine Objekteigenschaften. Den habe ich hier eben jetzt als sozusagen eher als amorphen Hintergrund symbolisiert. Der Unterschied zwischen Jessicas und Sarahs Wahrnehmung, der besteht jetzt eigentlich nur darin, dass sie verschiedene Perspektiven auf dieses Ereignis einnehmen, aber in ihren visuellen Feldern passiert sonst das Gleiche. In diesem Schema hier habe ich nun die beiden Teilereignisse integriert. Dabei ist jetzt aus der Symbolisierungssicht nur Folgendes passiert. Wir sehen hier, dass die Milch jetzt eine Doppelfunktion in der Wahrnehmung einnimmt, nämlich sie ist objekthafter Grund relativ zu Nicoles Bewegung und dann wird sie aber zur Figur relativ zu ihrer eigenen Bewegung nach unten. Das sollte man dabei beachten. Wir können also auf die Frage, wie Jessica und Sarah zu ihren unterschiedlichen Äußerungen kommen und ob sie vielleicht das Ereignis unterschiedlich wahrgenommen haben, antworten. Nein, die Perzepte des Ereignisses sind bei Jessica und Sarah in allen relevanten Aspekten gleich.
Bei den anderen Konstruktionsgrammatiken ist es so, dass Mehrdeutigkeit von Ereignissen eigentlich gar kein Thema ist. Und hier an dieser Stelle sehen Sie, dass es in der Instruktionsgrammatik ein Hauptthema ist. Schauen wir uns jetzt Folgendes an. In den Perzepten von Jessica und Sarah, in den Bottom-up-Perzepten, da ist eine ganze Reihe von Informationen nicht enthalten. Diese Informationen sind aber implizit in ihren Äußerungen enthalten. Da haben wir zunächst die Information, ob die Objekte, die Sie da wahrnehmen, überhaupt zur Selbstbewegung fähig sind oder nicht, ob es sich bei der Bewegung von Nicole und dann der Bewegung der Milch um eine Verursachungsrelation handelt und wenn ja, was die Ursache ist. Die Information, ob Nicole das Ganze absichtlich oder unabsichtlich getan hat, ob ihre Tat eine Leistung oder eine Fehlleistung darstellt und in dem Perzept ist auch nicht die Information enthalten, wie die persönliche Einstellung von Sarah bzw. Jessica zu Nicole ist. All das sind relevante Informationen. All diese Informationen sind auch relevant in Bezug darauf, was ihre Äußerungen bedeuten und wie sie zu interpretieren sind. Aber die Wahrnehmungsstruktur, die Perzepte von Jessica und Sarah, die sind unterspezifiziert hinsichtlich dieser Informationen. Fragen wir also, ob Sie vielleicht das Ganze unterschiedlich kategorisiert haben. Da sind wir bei der Top-Down-Kategorisierung oder Konzeptualisierung. Und Top-Down bedeutet hier, dass das Bottom-up-Wahrgenommene jetzt mit kategoriellem Wissen abgeglichen wird. Wir sind natürlich auch dann in der Lage, wenn wir nichts im visuellen Feld haben, bestimmte visuelle Vorstellungen top-down sozusagen zu evozieren und ihre Merkmale bzw. ihre räumliche Lage zu manipulieren. Das ist ja genau das, was Sie getan haben, als Sie sich das Frühstücksszenario selbst vorgestellt haben. Sie haben ja das Frühstücksszenario nicht gesehen, sondern Sie haben diese Vorstellungen evoziert und zwar auf Basis meiner Beschreibung und in dieser Vorstellung bestimmte Sachen manipuliert. Jetzt kann man zeigen, dass wenn Sie solche Vorstellungen haben, dabei genau die Hirnregionen aktiv sind, die retinotopisch organisiert sind, also die so organisiert sind, dass sie Netzhautbilder retinotopisch abbilden und das, obwohl sie ja in dem Moment das Vorgestellte gar nicht auf der Netzhaut haben. Und das weist darauf hin, dass wir konzeptualisieren, charakterisieren können als die Simulation einer Wahrnehmung. Also top-down konzeptualisieren als Simulation einer Bottom-up-Wahrnehmung. Daran sehen Sie schon, dass Sie sowas wie Sprachverstehen in der Zeit als die schrittweise Simulation einer Wahrnehmung charakterisieren können. Und Kategorisierung heißt dann natürlich, dass wir ein Perzept mit einem simulierten Perzept aus unserem Gedächtnis abgleichen. Das heißt, Sie gleichen das, was Sie bottom-up wahrnehmen, mit einem top-down simulierten Perzept ab. Hier sind wir nochmal bei den Zeichen. Ich sage jetzt ähnlich wie Langecker, oder ich benutze seine Ausdrücke dafür, Trajector und Landmark benutze ich als die konzeptuellen Entsprechungen von Figur und Grund in der Wahrnehmung. Das heißt, die Zeichen hier auf der Seite, die benutzen wir für Wahrnehmungs- und Konzeptualisierungsstrukturen. Im Falle der Wahrnehmungen haben wir es dann aber mit Figur und Grund zu tun, im Falle der Konzeptualisierung mit Trajector und Landmark. Und zwar, damit wir die Ebenen auseinanderhalten können.
So, fragen wir jetzt, was die Kategorisierung vielleicht an der Unterspezifiziertheit des Bottom-up-Perzepts verändern kann, ob die Kategorisierung zur Spezifizierung hinsichtlich bestimmter Informationstypen beitragen kann. Denn in den Äußerungen von Jessica und Sarah, Nicole hat die Milch runtergeworfen, da ist natürlich die Information enthalten, dass es sich um eine Verursachungsrelation zwischen Nicoles Bewegung und der Bewegung der Milch handelt. Und die Frage ist jetzt, wo kommt diese Information her, dass es eine Verursachungsbeziehung ist? Und ich meine, dass sie aus der Kategorisierung kommt. Es gibt nämlich bestimmte Merkmale in Ereignissen, die dazu beitragen, dass eine Kategorisierung eines Kausalverhältnisses wahrscheinlicher wird. Und zwar dann, wenn die Teilereignisse eine bestimmte räumliche Nähe aufweisen, beziehungsweise die Bewegung von Nicole dann und die Bewegung der Milch. Das gleiche gilt für eine zeitliche Nähe der jeweiligen Teilereignisse. Dann, wenn ein Kontakt zwischen den Objekten der Teilereignisse wahrgenommen wird, dann, wenn die Bewegungsmuster der Objekte in den Teilereignissen eine bestimmte Ausprägung haben und wenn diese Objekte und ihre Bewegungen wechselseitig kompatible Affordanzen aufweisen. Wenn diese Kriterien erfüllt sind, dann ist es ziemlich wahrscheinlich, dass eine kausale Relation zwischen den beiden Teilereignissen kategorisiert wird. Was mit diesen Affordanzen gemeint ist, dazu werde ich gleich kommen. Hier sehen Sie ein Beispiel dafür. Immer wenn es knallt, erkennen wir eine Kausalrelation, nämlich weil es eine relative räumliche Nähe zwischen den Bewegungen der einen Figur und den Bewegungen der anderen gibt. Es gibt eine wahrgenommene zeitliche Nähe, es gibt wahrgenommenen Kontakt. Die Bewegungsmuster passen zusammen und es gibt wechselseitig kompatible Affordanzen. Das heißt Folgendes: Aufgrund unserer verkörperten Erfahrung sind bestimmte Merkmale in der Wahrnehmung mit bestimmten Typen von Ereignissen oder Handlungen assoziiert. Sowas wie das Merkmal selbstbeweglich an der Hand, afforded, bietet an, uns konzeptuell, dass sie greifen kann. Das Merkmal human, von dem Menschen, zu dem die Hand gehört, bietet uns an als Ereignis, in dem dieses Ding involviert sein kann. Fassen, stoßen, heben, legen, stellen und so weiter und so fort. Und auch dieses Milchding hat Affordanzen aufgrund seiner Merkmale. Dadurch, dass es leicht ist, ist es beweglich oder bewegbar. Dadurch, dass es solide ist, kann es Kraft ausüben und auf es kann selbst auch Kraft ausgeübt werden. Und dadurch, dass es quaderförmig ist und bestimmte Relationen zwischen Höhe und Breite hat, kann es stehen oder liegen und so weiter und so fort. Und zur Erkennung einer kausalen Relation gehört jetzt wesentlich dazu, dass die Affordanzen der Objekte in den beiden Teilereignissen miteinander kompatibel sind. Das heißt zum Beispiel, dass die Tatsache, dass die Milch leicht und deshalb bewegbar ist, ist kompatibel mit der Tatsache, dass die Hand oder der Mensch selbst zur Selbstbewegung fähig ist und stoßen kann, selbst Kraft ausüben kann. Wenn das der Fall ist, dann ist eine kausale Relation möglich. Und aufgrund der anderen Merkmale wird hier auch eine kausale Relation dann erschlossen. Das heißt, das Konzept fügt relativ zu dem Perzept die
Information hinzu, dass es sich um eine kausale Relation zwischen dem ersten und dem zweiten Teilereignis handelt. Und die ist durch die Zickzacklinie hier symbolisiert. Dabei handelt es sich um die Symbolisierung von Kraftübertragung. Vor diesem Hintergrund müssen wir sagen, dass Jessica und Sarah auch nicht verschieden kategorisiert haben. Auch ihre Konzepte des Ereignisses sind jetzt in allen relevanten Aspekten gleich. Das heißt auch, dass Kategorisieren auch die Konzeptebene ist unterspezifiziert. Am Konzept oder im Konzept ist immer noch nicht beispielsweise die Information enthalten, ob Nicoles Tat absichtlich oder unabsichtlich passiert ist, ob sie eine Leistung oder eine Fehlleistung ist und ob Jessica und Sarah bestimmte persönliche Einstellungen zu Nicole haben oder nicht. Und an dieser Stelle jetzt wird ein großer Unterschied zu den anderen Konstruktionsgrammatiken deutlich, nämlich, dass ich davon ausgehe, dass bestimmte Bedeutungsaspekte nicht konzeptueller Art sind. Und das hängt daran, dass diese Sachverhalte, diese Bedeutungsaspekte auch gar nicht wahrnehmbar sind. Wir haben ja gesagt, Konzeptualisierung ist simulierte Wahrnehmung. Es gibt aber Bedeutungsaspekte, die gar nicht wahrnehmbar sind und die trotzdem große Relevanz haben. Und damit sind wir nämlich bei den sozialen Zuschreibungen. Das ist nämlich eine weitere Ebene, die wir annehmen müssen, weil sie bedeutsam ist als sozial-evaluative Bedeutungsebene. Wir müssen uns jetzt fragen, ob Jessica und Sarah, wenn sie schon das Gleiche wahrgenommen und konzeptualisiert haben, vielleicht unterschiedliche soziale Zuschreibungen vorgenommen haben. Und hier ist es so, dass die Sozialpsychologie tatsächlich Faktoren identifiziert hat, die mit ursächlich dafür sind, wann wir Verantwortlichkeit zuschreiben und wann nicht. Solche ja, Zuschreibungsroutinen, die erwerben wir in der Alltagspraxis und die routinisieren wir in soziokulturellen Praxen, das heißt in den Beziehungen, in denen wir groß werden und in denen selbst zugeschrieben wird. Und ich habe daraus jetzt eine kleine Attributionstheorie konzipiert. Die Frage, ob wir Verantwortlichkeit zuschreiben oder nicht, die hängt von bestimmten Faktoren ab. Ganz wichtige, die man dabei identifizieren konnte, sind die folgenden. Das hängt nämlich zunächst einmal davon ab, ob die zuschreibende Person selbst Akteurin in dem fraglichen Ereignis ist oder nur Beobachterin, ob sie die Tat als Leistung oder Fehlleistung einschätzt und ob die zuschreibende Person gegenüber der Akteurin sympathisch oder empathisch oder antipathisch bzw. nicht empathisch eingestellt ist. Da können andere Faktoren dazu kommen, die klammere ich aber jetzt erstmal aus. Und je nachdem, wie die Entscheidung bei diesen determinierenden Faktoren ausfällt, legen Sie bestimmtes anderes fest. Was dadurch nämlich festgelegt wird, ist zum einen, ob dann zweckgerichtetes Handeln oder bloßes Verhalten, also Widerfahrnisse oder Missgeschicke zugeschrieben werden, ob diese Tat auf persönliche Dispositionen zurückgeführt wird oder auf so Zwangsfaktoren der Situation und ob sowas wie eine Anerkennung einer Leistung oder die Sanktionierung einer Fehlleistung für angemessen oder unangemessen erachtet wird. Und bei diesen determinierenden und determinierten Faktoren,
Das bildet sozusagen eine 2x2x2 Matrix. Und da gibt es 8 mögliche Szenarien. Und unsere Jessica und unsere Sarah hier, deren Äußerungen verkörpern 2 dieser möglichen Szenarien. Das erste haben wir hier bei Jessica. Sie ist Beobachterin. Sie schätzt das Ganze als Fehlleistung ein und wir nehmen an, sie hat niedrige Empathie gegenüber ihrer Schwester. Sie ist da gerade ziemlich konfrontativ eingestellt. Und daraus ergibt sich, dass sie zweckgerichtetes Handeln zuschreibt, das Ganze auf Nicoles persönliche Dispositionen schiebt und jetzt eine Sanktion für angemessen und aus ihrer Perspektive auch wünschenswert hält. Sarah verkörpert ein anderes Szenario. Sie ist auch Beobachterin. Sie schätzt das Ganze auch als Fehlleistung ein, was Nicole getan hat. Aber sie hat ihr gegenüber eine hohe Empathie. Und das dreht jetzt das Ganze. Und zwar dahin, dass sie das Herunterfallen der Milch als ein versehentliches Widerfahrnis erkennt, dass sie das Ganze auf Faktoren der Situation zurückführt und dass sie eine Sanktion für unangemessen hält. Das geht jetzt damit einher, dass Jessica dieses Objekt ihrer Wahrnehmung und Kategorisierung, das Nicole darstellt, dafür verantwortlich macht, was da passiert. Und Sarah dieses Objekt der Wahrnehmung und Kategorisierung von der Verantwortlichkeit freispricht. Das ist hier in diesen eckigen Klammern markiert, um nochmal deutlich zu machen, es handelt sich dabei nicht um eine simulierte Wahrnehmung, sondern das ist eine Art von Information, die noch einmal auf der konzeptuellen Ebene operiert. Das heißt, wir haben jetzt die Frage beantwortet, wie kommt es dazu, dass Sie hier unterschiedliche Sachen äußern, obwohl Sie doch das Gleiche wahrgenommen haben. Wir wissen jetzt, warum diese Zuschreibungen, Ihre Zuschreibungen variieren, abhängig von den determinierenden Faktoren in der sozialen Attribution. Und es war in dem Fall die Empathie. So, bis jetzt haben wir eigentlich noch gar nicht über Sprache gesprochen. Jetzt geht es natürlich um die Frage, wie jetzt diese Wahrnehmungs-, Vorstellungs- und Zuschreibungsprozesse mit den sprachlichen Formen in Verbindung stehen. Und dann sind wir bei der Frage der Symbolisierung. Ich fange hier mit einem Konzept an, das auch in den anderen Konstruktionsgrammatiken keine ähnliche Rolle spielt, nämlich der diagrammatischen Ikonizität. Dabei geht es um die Frage, in welchem Verhältnis Konzepte von Ereignissen zu ihren Verbalisierungen stehen. Ikonizität, Sie kennen vielleicht Ikone noch von Peirce, das sind Zeichen, die in bestimmten Hinsichten Ähnlichkeit mit ihren Referenten haben. Bei diagrammatischer Ikonizität ist das ein bisschen anders. Da geht es nicht um Einzelreferenten, die Ähnlichkeit zueinander haben, sondern um Ähnlichkeiten zwischen Strukturen. Und Strukturen sind ja Anordnungen von Einzelelementen. Also eine statische Charakterisierung diagrammatischer Ikonizität würde so aussehen: Kein einzelnes Zeichen ähnelt seinem Bezeichneten, aber die Struktur der Zeichen ähnelt der Struktur der bezeichneten Objekte. Und wenn wir das jetzt prozessual charakterisieren, dann sieht das so aus: Kein sprachlicher Ausdruck ähnelt seinem Referenten, aber die Früher-Später-Struktur einer Äußerung ähnelt der Früher-Später-Struktur der wahrgenommenen und/oder vorgestellten Figurgrundkonfiguration. Ich möchte das prozessual charakterisieren, weil ich ja gesagt habe, dass die Instruktionsgrammatik auch die Performance in der Zeit
berücksichtigt. Und in dieser, in Bezug darauf ist die diagrammatische Ikonizität von großer Bedeutung. Stellen Sie sich vor, Sie nehmen ein Auto wahr, das in eine Parklücke fährt, dann kategorisieren Sie das und dann versprachlichen Sie das. Wir können das ungefähr so symbolisieren. Dann kategorisieren Sie entlang dieses Ereignisses, also mit der Wahrnehmung kategorisieren Sie auch. Und als nächstes versprachlichen Sie auch noch. Was stellen wir dabei fest? Wir haben eine Struktur-zu-Struktur-Ähnlichkeit. Und zwar insofern, als was früher in der Wahrnehmung ist, auch früher in der Kategorisierung ist, und was früher in der Kategorisierung ist, ist auch früher in der Äußerung. Und zwar in Bezug auf die Objekte der Wahrnehmung, Kategorisierung und die Dingausdrücke in den Äußerungen. Das ist eine Instanz von diagrammatischer Ikonizität, und zwar doppelt. Nämlich zwischen Wahrnehmung und Konzeptualisierung und zwischen Konzeptualisierung und sprachlicher Äußerung. Wenn wir das aus der Sicht einer Produzentin betrachten, dann kategorisiert sie also entlang des Verlaufs des Ereignisses, was sie wahrnimmt, und dann äußert sie eine Struktur, die in der Früher-Später-Struktur letztlich also dadurch motiviert ist, wie das Ereignis auch vor ihr abgelaufen ist. Aus Rezipientinnenperspektive sieht das dann so aus. Stellen Sie sich vor, Sie haben die Äußerung, fährt ein Auto in eine Parklücke, wahrgenommen. Was Sie dann tun, ist entlang der Äußerung die entsprechende Wahrnehmung zu simulieren, und Sie wissen, dass die Früher-Später-Struktur Ihrer simulierten Wahrnehmung die gleiche ist, die das Ereignis auch tatsächlich gehabt hätte, wenn Sie es wahrgenommen hätten. Das heißt, Sie wissen nämlich schon vor der Sprache, dass ein Auto außerhalb einer Parklücke sich erst bewegen muss, damit es in die Parklücke reinkommt. Hier brauchen wir einen kleinen Exkurs zu dem, was ich Präferenz für verantwortliche Verursacher nenne. Was ist damit gemeint? Wenn wir eine sprachliche Instruktion befolgen, eine Äußerung interpretieren und die entsprechende Wahrnehmung simulieren, oder auch wenn wir ein nichtsprachliches Ereignis wahrnehmen, dann bestimmen wir immer automatisch so schnell wie möglich den Gegenstand, der das Ereignis verursacht hat, also sozusagen das vordere Ende des Ereignisses. Und warum tun wir das? Wir tun das, um effektiv vorhersagen zu können, was als nächstes passieren wird. Und warum ist das wichtig? Damit wir jederzeit, wenn wir uns in unserer Umwelt bewegen, effizient reagieren können, damit wir unbeschadet bleiben, aber auch damit wir unsere eigenen Handlungsziele erreichen können. Und wie machen wir das genau? Wir versuchen, Beweger zu erkennen, also Dinge, die andere Dinge bewegen, Dinge, die andere Dinge verursachen. Wir versuchen, Dinge zu erkennen, die verantwortlich handeln. Und das sind jeweils idealerweise Figuren in der simulierten Wahrnehmung, die human sind, die Kraft ausüben und denen Zweckgerichtetheit zugeschrieben werden kann. Das heißt, wir haben eine Präferenz für verantwortliche Verursacher. Und diese Präferenz wird am besten bedient von solchen Äußerungen, die doppelt diagrammatisch ikonisch sind, also von Äußerungen, die in der Äußerungsstruktur die Früher-Später-Struktur des Ereignisses, wie wir es wahrnehmen, abbilden.
Das kann auch einfach sein, das kann auch anders sein, nämlich dann, wenn nur eine einfache Beziehung diagrammatischer Ikonizität besteht, zum Beispiel hier. Ein Mann wird von einem Hund gebissen oder ein Mann von einem Hund gebissen wird. Was passiert, wenn wir diese Äußerung interpretieren, wenn wir sie als Instruktion begreifen, eine Wahrnehmung zu simulieren? Dann passiert das. Wir werden, wenn wir einen Mann hören, zunächst einmal annehmen, aha, das ist die Figur meiner Wahrnehmung, die wird jetzt gleich was tun. Dann hören wir aber wird von, und da werden wir dann schon skeptisch, weil das jetzt auch ein Passiv sein kann, dann ist aber der Mann nicht dasjenige, was jetzt gleich etwas tut, sondern mit dem jetzt gleich etwas getan wird. An dieser Stelle müssen wir umkonzeptualisieren, und nehmen dann den Hund als Figur an, der relativ zu einem Mann sich bewegt, indem er ihn beißt. Das heißt, wir haben zuerst den Mann als Figur angenommen. Als wir erkannt haben, dass das ein Passiv ist, mussten wir umkonzeptualisieren und den Hund als Figur annehmen, der relativ zu dem Mann sich bewegt und der Mann fungiert dann als objekthafter Grund. Und wenn wir das Ganze wahrnehmen würden, dann liefe das so ab, dass der Hund sich zuerst bewegt in der Zeit und dann erst der Mann in unsere visuelle Aufmerksamkeit gerät. Das heißt, wir haben hier keine doppelte Ikonizität. Was wir haben, ist, dass es tatsächlich eine Übereinstimmung in der Früher-Später-Struktur gibt zwischen dem, was früher und später in der Äußerung ist und dem, was früher und später von uns konzeptualisiert wird. Aber die Art und Weise, wie wir das konzeptualisieren, ist sozusagen über Kreuz mit der Früher-Später-Struktur des Ereignisses, wie es tatsächlich abläuft. Und hier wird jetzt sozusagen die Präferenz für verantwortliche Verursacher verletzt, weil in der Äußerung nicht früher ist, was im Ereignis tatsächlich früher ist. Und das führt zu einer aufwendigeren Verarbeitung solcher Sätze im Vergleich zu solchen, wo diese Präferenz für verantwortliche Verursacher bedient ist. Und daraus kann man ziemlich viele Phänomene in der Sprachverarbeitung erklären. Also bei dieser nur einfachen Art der Ikonizität muss man sich das so vorstellen aus Produzentinnenperspektive. Produzentinnen äußern eine Struktur, die zwar der Früher-Später-Struktur einer Vorstellung entsprechen kann, aber nicht derjenigen des tatsächlichen Ereignisses. Und auf Rezipientinnenseite sieht das so aus: Sie nehmen eine Äußerung in ihrem Verlauf wahr, also Mann von Hund gebissen, simulieren entlang der Äußerung eine entsprechende Wahrnehmung, also Mann zuerst, dann erst Hund, und merken an einem bestimmten Punkt, nämlich, dass es zum Beispiel eine Passivstruktur ist, dass die Früher-Später-Struktur ihrer Vorstellung nicht die gleiche ist wie die, die das Ereignis tatsächlich hätte, wenn sie es wahrnehmen würden. Das heißt, um ein Ereignis zu begreifen, zum Beispiel das durch Mann wird von Hund gebissen ausgedrückt wird, muss man die konzeptuell in die richtige, und das heißt in die natürliche Reihenfolge bringen, in die Reihenfolge, wie man das Ereignis auch wahrnehmen würde. So, jetzt kommen wir zurück zu den Konstruktionen, zu den Instruktionen.
Wir können sowohl von sprachlichen Äußerungen, also das, was ich Instruktionen nenne, als auch von Eventualitätskonzepten, Situationen, Ereignisse, Relationen und so weiter, theoretisch abstrahieren, um Typen daraus abzuleiten. Und dann können wir zeigen, dass die Struktur von sprachlichen Instruktionen mit der Struktur von Eventualitätskonzepten plus Attributionen assoziiert sind. Das spielen wir jetzt durch. Wir wollen ja immer noch wissen, wie die beiden Äußerungen auch in ihrer grammatischen Struktur von Jessica und Sarah zustande kommen. Wir können solche einfachen Assoziationen von abstrakten Satzstrukturen und abstrakten Eventualitätskonzepten folgendermaßen herstellen. Wir haben hier eine einfache, einseitige oder nicht gerichtete Relation. Das heißt, eine Figur steht mit einem objekthaften Grund in irgendeiner Beziehung und das syntaktische Muster dazu wäre NP-Nom und NP-Ak und irgendein Relationsausdruck dazwischen. Das geht auch mit einem Grund, der keine Objekteigenschaften hat. Und dann wäre im syntaktischen Muster das Ganze eher eine Präpositionalphrase. Beispiele für die einfachen Relationen auf der linken Seite wären sehen, lesen, mögen, treffen. Und auf der rechten Seite wären das beispielsweise gehen, fliegen, stehen und fallen. Ich möchte jetzt darauf hinaus, wie am Ende solch eine Äußerung hier, wie die von Jessica, zustande kommt. Die beiden einfachen Relationen von eben, die können wir jetzt einfach kombinieren und kriegen daraus eine komplexe Relation aus zwei einseitigen oder nicht gerichteten Relationen. Und dann passiert auf der sprachlichen Seite eine Kombination aus zwei NPs im Nominativ bzw. Akkusativ plus PP. Die NP-Nom aus der zweiten einfachen Relation von eben, die wird jetzt zu einer NP-Ak. Und dann können wir hier als Beispiele nennen, zum Beispiel setzen, NP-Nom setzt NP-Ak auf zu nach bei PP, ebenso mit stellen, legen, schieben, bringen, schicken, senden, gießen, fahren und so weiter und so fort. So, jetzt machen wir aus der komplexen Relation, die eben noch nicht gerichtet war, eine Verursachungsrelation und eine nach unten gerichtete Relation. Das heißt, wir fügen jetzt wieder noch zwei Bedeutungsspezifikationen hinzu, nämlich die Verursachung und die Gerichtetheit. Beide Teilereignisse sind jetzt gerichtet und nicht mehr ungerichtet. Und wir haben hier eine Verursachungsrelation. Und das sind jetzt schon sozusagen Bedingungen dafür, dass wir als Auxiliar in einer Versprachlichung das nur noch haben wählen können. Und die Art der Gerichtetheit, die würden wir hier jetzt mit runter verbalisieren. Runter geht damit einher, dass man keinen expliziten Ding-Ausdruck mehr braucht. Deshalb ist jetzt hier der Boden gestrichelt. Wir könnten auch dieses runter ein bisschen ikonischer symbolisieren, indem wir einfach die Relation im zweiten Teilereignis so symbolisieren. Der Übersichtlichkeit halber werde ich das aber jetzt nicht tun.
aber so scheint es Ihnen vielleicht ein bisschen intuitiv einleuchtender. So, was wir jetzt noch hinzufügen, ist die Tatsache, dass hier sozusagen Körperteile von Nicole involviert sind, nämlich die Arme, mit denen sie kurzzeitig den Milchkarton führt in der Kraftausübung, und das lizenziert dann das Verb werfen. Dann sind wir jetzt schon bei NP-NOM, hat NP-AK runter und geworfen. Und jetzt kommt natürlich noch die Verantwortung dazu, die Zuschreibung von Verantwortlichkeit. Und die symbolisieren wir ja nur sozusagen sprachlich mit plus verantwortlich über dem konzeptuellen Objekt Nicole. Und damit ist die Äußerung komplett. Nicole hat die Milch runtergeworfen. Und das wäre jetzt sozusagen die Analyse unserer vortheoretischen Charakterisierung. Nicole ist verantwortlich für das, was sie getan hat. Mit dem Herunterwerfen der Milch hat Nicole irgendeinen Zweck verfolgt. Sie hätte die Handlung auch unterlassen können. Die Handlung stellt eine Fehlleistung dar. Daher muss Nicole nun dafür gerade stehen. Das heißt, das Fallen der Milch ist in dieser Interpretation von Jessica Teil einer Handlung, und daher ist das Ganze hier auch eine einzige integrierte Konstruktion bzw. Instruktion. Die Integration dieser beiden Teilereignisse, die erfolgt vor allem deswegen, weil das Ganze aus der Sicht von Jessica eine Handlung darstellt. Hier nochmal die Abbildung von vorhin mit der nach unten gerichteten Bewegung. Schauen wir uns jetzt an, wie die andere Äußerung, die von Sarah zustande kommt, sie ist ihr runtergefallen. Wir starten wieder mit der einfachen, einseitigen oder nicht gerichteten Relation, die durch Gehen, Fliegen, Stehen, Fallen exemplifiziert werden kann. Jetzt spezifizieren wir, die Relation ist eine gerichtete. Dann kann Stehen zum Beispiel schon nicht mehr zutreffen, aber Gehen, Fliegen und Fallen immer noch. Jetzt sagen wir, sie ist nach unten gerichtet. Dann kann Gehen auch nicht mehr zutreffen. Und Stehen auch nicht. Und wir könnten es wiederum besser so symbolisieren, aber weil ich gleich noch beschriften werde, bleibe ich bei der horizontalen Anordnung. Und diese einfach nach unten gerichtete Relation, die lizenziert jetzt schon das Auxiliar Sein, die Richtungsangabe runter und das Verb fallen. So, jetzt handelt es sich bei dem Ganzen ja um eine Verursachungsrelation, denn auch Sarah hat ja die Verursachungsrelation erkannt. Das heißt, da kommt jetzt noch ein Teilereignis dazu, das hier aber vorne dran gepackt wird. Das hintere Teilereignis, da haben wir ja jetzt schon, Milch ist runtergefallen. Milch ist runtergefallen mit einem in runter impliziten Grund ohne Objekteigenschaften. Und jetzt ist die Frage, wie sprachlich eigentlich noch dieses
verursachende erste Teilereignis hier dazu gepackt werden kann. Wie macht man das? Die Verursachung der nach unten gerichteten Bewegung der Milch. Wichtig hierbei wird es sein, dass ja die Verursachung der nach unten gerichteten Milchbewegung nicht verantwortlich verursacht sein soll. Diese Information muss man bei der Versprachlichung jetzt auch noch berücksichtigen. An dieser Stelle sind wir jetzt ganz nah an der Äußerungsstruktur von Jessica. Nicole hat die Milch runtergeworfen. Aber diese Äußerung darf es nicht werden. Warum nicht? Weil bei dieser Äußerung man Verantwortlichkeit interpretieren würde, aber die Verantwortlichkeit soll ja gerade nicht ausgedrückt werden. Jetzt schauen wir uns die Äußerung von Nicole aber nochmal kurz an. Nicole hat die Milch runtergeworfen. Wenn wir uns die genau angucken, dann zeigt sich, dass nicht nur das Perzept von Nicole und der Milch und das Konzept, sondern sogar auch die Äußerung unterspezifiziert ist hinsichtlich der Frage, ob Nicole Verantwortlichkeit zu- oder abgesprochen werden soll. Denn diese Äußerung, Nicole hat die Milch runtergeworfen, instruiert tatsächlich gar nicht zur Verantwortlichkeitszuschreibung. Man kann die Äußerung nämlich auch so verstehen, dass Nicole die Milch zwar runtergeworfen hat, aber nicht absichtlich. Ich würde unterstellen, dass Sie alle diese Äußerung aber so nicht gelesen haben, sondern dass Sie die Äußerung so gelesen haben, dass Nicole damit für das Milchrunterwerfen verantwortlich gemacht worden ist. Und der Grund ist, dass wegen der Präferenz für verantwortliche Verursacher, wir wollen, dass die immer zutrifft, wir wollen so schnell wie möglich verantwortliche Verursacher identifizieren, dass sie wegen der VVP, wegen dieser Präferenz, in dieser Äußerung hier automatisch oder routinisiert Verantwortlichkeit zuschreiben. Und deshalb steht diese Äußerung für Sarah nicht zur Verfügung. Sie hätte vielleicht die Präferenz für verantwortliche Verursacher lexikalisch unterbinden können. Sarah hätte sagen können, Nicole hat die Milch aus Versehen runtergeworfen oder nein, aber nicht mit Absicht oder nein, das hat sie aus Versehen getan und solche Sachen. Tatsächlich macht sie es aber jetzt nicht lexikalisch, sondern mit dieser Äußerung hier, sie ist ihr runtergefallen, unterbindet sie diese Präferenz für verantwortliche Verursacher grammatisch. Denn was dieses ihr macht, ist nicht unbedingt die Verursachung auszudrücken, sondern, deshalb habe ich das jetzt hier grau hinterlegt, die Verursachung ist immer noch Teil des Konzepts für Sarah von diesem Ereignis. Aber der Dativ hier drückt diese Verursachung nicht unbedingt aus, sondern der drückt was anderes aus. Nämlich eine Art nicht physischer, sondern handlungsbezogener interner Beteiligung an einer Eventualität. Dieser Typ Dativ drückt ein negatives Interesse an einer anderen Eventualität aus, nämlich an derjenigen, die hier ausgedrückt ist, nämlich die Milch nach unten fallen. Die Tatsache, dass die Milch nach unten fällt, verläuft entgegen dem Interesse von Nicole. Und dieser Dativ drückt genau das aus. Und in diese grammatische Konstruktion, Instruktion, die ist also in Bezug auf soziale Zuschreibung
explizit genug, als dass sie die Präferenz für verantwortliche Verursacher unterbindet. Das heißt, dieser Dativ hier hat auch der kodiert auch soziale Informationen, nämlich nichts dafür können, aber ein Interesse daran haben, entweder negatives oder positives. Und so wie wir diese Struktur, diese Instruktion jetzt gebaut haben und gesehen haben, welche Aspekte daran zu welcher Vorstellung oder Zuschreibung instruieren, daraus, das ist jetzt das, was hier ausgedrückt ist, nämlich Nicole kann nichts dafür, dass die Milch runtergefallen ist. Sie hat es zwar verursacht, aber sie ist nicht verantwortlich dafür. Oder sie kann nicht dafür verantwortlich gemacht werden. Sie mag eine Handlung zu einem Zweck ausgeführt haben, den wir aber nicht kennen. Der Zweck war auf jeden Fall nicht, dass die Milch runterfällt, und vielmehr ist die Handlung misslungen und das Herunterfallen der Milch ist Nicole widerfahren. Deshalb ist die Sanktionierung auch unangemessen. Und hier ist es jetzt so, dass das Fallen der Milch nicht Teil einer Handlung ist und daher ist es eine intransitive Konstruktion. Die Milch ist runtergefallen. Die Verursachung am vorderen Ende wird daher abgeschnitten. Mit dem Dativ ihr wird außerdem in der intransitiven Konstruktion das Interesse an dem Ereignis ausgedrückt. So, und damit möchte ich schließen mit der Instruktionsgrammatik. Ich konnte nicht alle Aspekte des Artikels aufgreifen, aber ich hoffe, dass ich Ihnen ein ansatzweises Bild der Instruktionsgrammatik vermitteln konnte und Ihnen vor allem ein einigermaßen kohärentes Bild davon vermitteln konnte. Das war es dann auch fürs Erste mit den Input-Blöcken im Seminar Kognitive Konstruktionsgrammatiken. Ich bedanke mich für die Aufmerksamkeit und bis bald.